So, Pillemann. Die Leute haben mir alle geschrieben, du bist zu dünn. Das ist kein Witz. Sie haben alle geschrieben, der Icke hat abgenommen, was ist mit dem los, der muss mehr essen. Und dann habe ich gesagt... So. Wir haben mich gerade bei dir auf der Ware gestellt. Gibt Ärger mit Lisa. Ich übrigens Ärger mit Lisa. So, was ist das denn für ein Fleisch? Das ist ein T-Bone Steak von einem glücklichen Rind. Wie ist die Klimabilanz des T-Bone Steaks? Sehr gut. Es ist sehr gut. Nein, das ist tatsächlich so. Das ist aus heimischer Zucht. Die Kuh kenne ich persönlich. Darf ich das? Schleichwerbung. Bohneberger ist mein Metzger in Giesing. So. Da sind wir eigentlich schon beim Thema. Da sind wir beim Thema. Nein, pass auf. Soll man nicht machen, weiß ich, habe ich auch immer abgelehnt, aber diesmal mache ich eine Ausnahme. Der Grund, warum das alles hier stattfindet, ist, zum einen, Icke ist zu dünn, ne? Deshalb kriegt er ein kleines Stück Fleisch. Zum zweiten ist uns aufgefallen bei den letzten Besuchen hier, dass du immer das ganze Zeug im Bad hast. Was? Du hast immer das schön... Das ist der neidische Blick von dir. Pass mal auf. Der neidische Blick. Warte, auf meinen Fingern auf mein tolles Haupthaar. So, warte mal, guck mal. Ja. So. Ja. Und du hast immer... jetzt dreht er wieder frei. Du hast da immer das Zeugs im Bad hängen. Und da habe ich gesagt, den Flocati-Teppich, den muss er aus dem Gesicht machen. Die Firma Braun, ihr erinnert euch, Nasenhaarschneider, ja? Die hat sich gemeldet und hat gesagt, es gibt Leute, die gerne Bart tragen und es gibt Leute, die, so wie ich, gerne glatt rasiert sind. Und dann haben die sich überlegt, sie machen eine Challenge, ist tatsächlich so. Okay. Und da geht es jetzt eben darum, wer bringt mehr Leute hinter sich? Der Bartzause, Icke Domisch oder ich? Frank Buschmann ist mein Name übrigens, falls es jemand nicht weiß. So. Deinem eigenen Channel. Wer es auf meinem Channel nicht weiß, wie ich heiße, bin der Frank Buschmann übrigens. So. Das ist schön. Und das starten schön. Wir jetzt. Jetzt starten wir die ganze Aktion. Ihr müsst euch einfach nur entscheiden, was findet ihr besser, mit Bart oder ohne Bart? Ja, was ist denn jetzt? Das ist aber, du brauchst ja Röstaromen, du Trottel. Also das kann ja wohl nicht wahr sein. Röstaromen würde ich eher sagen. So, pass auf, Leute. Seid ihr Team Icke, Team Bart? Oder seid ihr Team kein Bart? Also mein Team. Ja gut, kein Bart. Das ist ja schon mal unfair, weil ich habe ja viel mehr Follower als du. Ja gut, das ist aber natürlich deutlich einfacher für mich, weil Leute mit Bart sind die stylischen Typen. Also ihr kommt in mein Team, schaut da jetzt mal auf braun.de vorbei und registriert euch und dann hauen wir den alten Mann in die Pfanne. Also das ist ja der Tüte, kann ich euch sagen, wenn man wenn die Kameras nicht mit dabei sind, dann kann er wenigstens grillen, aber nicht mal das kann er. Nicht nur kein Haar, sondern auch nicht grillen, das ist ja eine Frechheit. Steht unter diesem Video eigentlich nochmal genau drunter, was die Leute jetzt wirklich machen müssen? Ich glaube, es hat keiner verstanden. Ja, ganz einfach, braun.de besuchen und dann geht ihr natürlich in Team Bart und registriert euch für mein Team, weil wir wollen einen Weltrekord aufstellen. Wir wollen in einer Stunde ein paar Leute stylen. Nicht ein paar, viele. Ja, viele. So viel wie noch nie. Ja, schauen wir mal, wie viele sich anmelden. Auf jeden Fall meldet euch an und kommt dann mit mir und vielleicht auch dem alten Mann zu den Bayern. Gucken wir uns ein Spiel an. Ihr seid in der Loge, wir stylen euch vorher in einer Stunde. Das ist der Weltrekord. Und dann gucken wir uns das fresh in der Loge an. Wir genießen den Nachmittag und es gibt natürlich auch einen kleinen Einsatz, weil der alte Mann wird ja verlieren und deshalb muss er sich dann den Bart wachsen lassen. Bekomme ich mehr Leute auf meine Seite, also registrieren Sie sich für mein Team, kein Bart, dann gehen die Leute mit mir aus meinem Team zum Fußball-Bundesliga-Spiel nach München. Ihr könnt verstehen, wenn er trotzdem zu mir wollt. Weil das wird Fakt sein. Hat er am Ende mehr in seinem Team, also mehr Leute, die sagen, Icke ist ein stylischer Typ, das geht nicht, Freunde. Dann gehen aus seinem Team die Menschen zu diesem Fußballspiel. Das wird nicht passieren, da bin ich mir ganz sicher. Wir machen Follower-Power und vor allem machen wir... Vor allem gehen wir zu Griechen. Oh, ist das geil, Röstaromen. Komm mal her, Röstaromen. Röstaromen, das ist genau richtig, das versteht ihr nur nicht. Sollten wir am Ende mehr sein, das geht bis zum 31. August, könnt ihr euch registrieren, ja, auf braun.de. Mhm. Sollten wir am Ende mehr sein, bekommt er am 5. Spieltag bei den Bayern diesen Zottelbart schwarz gefärbt. Schwarz. Und dann möchte ich dich bei Ran NFL sehen, mit schön mit dem schwarzen Bart. Und genau das wird passieren. Conchita Wurst. Leute, Conchita Wurst. Halt mal doch einfach fest, wir müssen uns ja keine Gedanken machen, weil mit dem, überlegt euch das mal, 90 Minuten mit dem in der Loge, das ganze hier Laber und absoluter Quatsch. Pass auf, biete ich dir an, bitte. Sollte ich verlieren, ja. Wann habe ich gesagt, ist Einsendeschluss? 31.8. Dann lasse ich mir bis zum, wann ist das Fußballspiel? 21. September? Ja,
Bis zum 21. September rasiere ich mich gar nicht mehr. Mhm. Dann habe ich mindestens so ein Bart wie du jetzt. Oh, dann darf ich dich aber rasieren. Wir wollen ja jemanden ein bisschen stylen. Bei dir machen wir dann vielleicht Kahlschlacht. Dann rasiere ich dich mit deinem ekligen 3-4 Wochen Bart und dann erlöse ich die Welt davon. Also das machen wir als Einsatz. Darf ich denn auch, wenn ich gewinne, deinen Bart färben? Oh Gott. Ja, ja. Wahrscheinlich ganz sinnvoll. So machen wir es. Okay. Alter Mann. Soll ich euch was sagen? Ich glaube, es ist das schlechteste Team on Stake, das ich je gegrillt habe. Weil ich hier komplett abgelenkt werde. Weil ich das Ding. Ja, weil du dich schon wieder in Rage geredet hast. Nein, man spricht von Röstaromen an dieser Stelle. Sollen wir es nochmal kurz zusammenfassen? Wir haben Leib und Seele verkauft. Wir machen Werbung. Das ist das Erste. Ja? Ich schneide mir eigentlich nur den Bart, alles wie immer. Es ist einfach, weil es eine geile Challenge ist. Ja. Die Bart- oder kein Bart-Challenge von Braun. Ihr könnt euch registrieren, könnt euch ein Team aussuchen. Team Bart oder Team kein Bart. Das Ganze geht bis zum 31.08. Wenn wir gewinnen, wo ich von ausgehe, gehen Leute von euch mit zum Fußballspiel. Gewinnt er, können wir ausschließen, gehen Leute von ihm mit. Termin des Fußballspiels ist der 21. September. Sollte ich verlieren, darf er mir den dann gewachsenen Bart abrasieren. Sollte er verlieren, was passieren wird. Alter, mach Schluss, ich hab Hunger. Färbe ich ihm den Bart schwarz. Schwarz ist ein Stichwort.